Hey Leute, heute haben wir mal wieder kurioses Wissen quer durcheinander für euch. Viel Spaß mit 10 erstaunlichen Fakten. Los geht es mit der Nummer 10. Die Comicfigur Mickey Mouse hieß anfangs noch Mortimer. Hört sich eher nach einem Schurken an, findet ihr nicht auch? Weiter mit Platz 9. Kommen wir zu einem Akrobaten der Lüfte, dem Kolibri. Der kann nämlich etwas, das sonst kein anderer kann. Der Kolibri ist der weltweit einzige Vogel, der rückwärts fliegen kann. Das wäre auf jeden Fall praktisch, wenn man vor jemandem fliehen muss. Aber weiter mit der 8. In Florida wurde mal einem Mann der falsche Fuß amputiert, weswegen das Krankenhaus, in dem er behandelt wurde, danach anordnete, die Gliedmaßen jedes Patienten, die nicht amputiert werden sollen, vor der Operation mit einem Schild zu versehen, auf dem deutlich zu sehen steht: Nein, sowas gibt es wohl auch nur in Amerika. Kommen wir zur Nummer 7. Hier geht es um Kalmare, eine Art von Tintenfischen bzw. Kopffüßlern. Kalmare können sich selbst umbringen, indem sie ihre eigenen Tentakel verschlucken. Ganz schön grausam und bestimmt nicht sehr angenehm. Aber weiter geht es mit der Nummer 6. Gurken. Gurken sind wieder mancher Annahme kein Gemüse, sondern Früchte. Und noch etwas, aufgrund des extrem hohen Wassergehalts in Gurken sind sie das kalorienärmste Nahrungsmittel, das es gibt. Also Leute, wenn ihr ein paar Kilo verlieren wollt, ab jetzt nur noch Gurken. Spaß. Kommen wir zu Platz 5. Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, warum amerikanische Polizisten auch Cops genannt werden? Ich schon. Die Antwort ist lustigerweise ziemlich simpel. Der Name kommt nämlich von ihren Polizeimarken, die früher aus Kupfer hergestellt wurden. Kupfer heißt auf Englisch nämlich Copper. Also werden sie nun mal ganz easy einfach Cop genannt. Nummer 4. Kommen wir zu den Couch Potatoes unter allen Tieren. Faultiere. Faultiere sind so bewegungsfaul, dass sie tatsächlich gute 75% ihres gesamten Lebens mit Schlafen verbringen. Wenn so ein Tier, also sagen wir mal schon 30 Jahre lebt, hat es ganze 22,5 Jahre seines gesamten Lebens verpennt. Wenn das nicht faul ist, weiß ich auch nicht. So, da wären wir bei der Nummer 3. Wusstet ihr, dass wenn man Sellerie isst, man mehr Kalorien verbraucht, als man zu sich nimmt? Also ich nicht. Aber schnell weiter zur Nummer 2. In Ägypten grüßt man sich gegenseitig mit einem Satz, der übersetzt so viel bedeutet wie: Wie schwitzt du? Macht auch Sinn, wenn man an die Temperaturen denkt, die dort normalerweise herrschen. Und da wären wir auch schon bei Platz 1. Und das kann sich ruhig jeder von uns mal bewusst machen. Der Mensch bewegt 43 Muskeln, um sein Gesicht zu einer finsteren Miene zu verziehen, aber nur 17, um zu lächeln. Lächeln ist doch gar nicht so schwer. So viel dazu, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns eine positive Bewertung da und teilt das Video mit euren wissbegierigen Freunden oder sonst wem, der euch gerade so einfällt. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Schönen Tag noch. Peace out.